Hallo, wir sind Simon und Julia von CU Campervan und leben seit August 2022 Vollzeit in unserem Van. Mit unserem selbst ausgebauten Renault Master 3 bereisen wir den amerikanischen Kontinent. Wir werden entlang der Panamericana fahren, von Ushuaia im Süden bis nach Alaska im Norden. Abstecher in den Osten sind aber nicht ausgeschlossen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns so auf unserem Abenteuer begleitet. Argentinische Seite. Heute gehen wir zum ersten Mal richtig schick essen. Das erste Mal seit wie lang? 10 Wochen? Ja. Wir folgen dem Tipp aus dem Reiseführer, haben einen schicken Italiener ausgekundschaftet, uns da heute Mittag schon die Speisekarte angeguckt und haben jetzt Kohldampf und freuen uns auf hoffentlich leckeres Essen. Und da hinten gibt es einen fantastischen Himmel zu sehen, wenn das auf dem Bild auch so rüberkommt wie bei uns. Leider nicht ganz so gut. Wirklich feuerrot in echt. Vielleicht kriegen wir es auf dem Bild besser. Beim Italiener angekommen, eine Wahnsinnspizza und eine richtige italienische Lasagne, so sagt man. Wir lassen es uns schmecken. Wir sind eine Runde mit den Fahrrädern unterwegs und mittlerweile wieder in Rio an der Escalaria Celaron. Nee, Quatsch, aber ziemlich ähnlich, nur in Paraguay, in Encarnación. Immer wieder frei zugänglich. Die Outdoor-Fitnessgeräte, die gab es auch schon in Brasilien, hier in Paraguay genauso. Und je nach Gelegenheit nutzen wir die auch immer mal. Julia, jetzt gibt es schwarze Scheiben. Schwarz. Ich bin happy, weil man uns jetzt nicht mehr so ins Auto reingucken kann. Und der ganze Spaß hat 13 Euro gekostet. In Deutschland hätten wir wie viel bezahlt? 200 vielleicht? 200. Also ein krasser Preisunterschied. Von daher sind wir wirklich froh. Die vordere Scheibe, hier die kleine, die wurde auch mit einer helleren Folie getönt, damit man noch zum Spiegel gut rausschauen kann, auch bei Regen oder bei schlechtem Wetter. Und der Unterschied ist auf jeden Fall deutlich, aber wenn man es jetzt auf dem Foto oder auf dem Film vielleicht gar nicht so sieht. Wir sind jetzt hier mal in einem Supermarkt in Paraguay und wollte euch den mal zeigen.
Österreich gilt ja immer noch als Entwicklungsland, aber dann schaut euch mal diesen wirklich wunderhübschen Supermarkt an, der so reichlich bestückt ist. Und alle, die mich kennen, wissen, dass ich gern esse und gern koche. Mir geht hier wirklich das Herz auf. Jede Menge deutsche Produkte gibt es hier auch. Die gute Knacksgurken. Rotweinessig, Kräuteressig. So, jetzt nehmen wir euch einfach mal mit durch zwei, drei Regale. Das Weinregal. Alkoholische Getränke, jede Menge Backwaren, wir haben Wasser gekauft, riesengroße Kuchen haben sie hier immer und die Brötle hier immer da so frisch aus einer Schütte sozusagen. Und zumindest optisch wunderschöne Kuchen, aber wahrscheinlich unglaublich süß. Hier muss ich euch mal noch die ganze kleine Küche zeigen. Das Bunte hier, das wäre definitiv was für die Emily. Sieht doch schön aus, oder? Hier so ein typischer Gang. Das ist alles Milch. Unglaublich viel in Hülle und Fülle, in allen Varianten und Sorten. Kann man sich seinen frischen Salat mixen, Mittagessen schöpfen, portioniert und mitnehmen. Die warme Theke. Fleisch. Und das Kühlregal. Selbst das Teeregal ist einfach viel zu groß, die Julia kann sich nicht entscheiden. Auch die Obst- und Gemüseabteilung ist einfach nur super schön hergerichtet und Auswahl noch unterschiedlich. Und es gibt hier sowas wie unverpackte Lebensmittel. Mehl, Zucker, Nüsse. Und kurios, bei uns auch völlig unbekannt, das Spülmittel kann hier in Flasche dosiert gekauft werden und das Waschpulver. Und was meint ihr? Unter Entwicklungsland stellt man sich zum Beispiel was anderes vor, oder? Simon hat mal wieder eine neue Freundin gefunden, ganz lieb, eine der vielen Straßenhunde hier. Und wir verabschieden uns jetzt aus Encarnación. Uns hat es hier wirklich super mega gut gefallen, weswegen wir hier auch 4 Tage verbracht haben. 2 Tage an dem Strand San José und 2 Tage an dem kleinen Strand hier, der auch wirklich super schön angelegt ist. Es gab Schatten mit den Sonnenschirmen und Duschen. Und wir konnten hier auch direkt gegenüber übernachten, auch relativ ruhig. Und standen hier direkt vor der Polizeistation sogar.
Hauptstadt von Paraguay. Und ja, Huaron ist bekannt für seine Kirche hier hinter mir, die von außen eigentlich ganz schlicht ist. Aber von innen soll sie so üppig sein, dass es die schönste Kirche Südamerikas ist. Wir haben jetzt mit Kirchen nicht so viel am Hut, aber es lag jetzt auf der Durchreise und jetzt schauen wir mal rein. Julia, muy lindo. Mir wurde hier gerade ein bisschen was erklärt. Ich versuche das mal wiederzugeben. Also es ist ja tatsächlich alles aus Holz und wurde handbemalt. Und zwar von den Guarani-Indianern unter Anleitung der Franziskaner hier im 17. Jahrhundert. Da oben sieht man Gott, der die Erde in der Hand hält, und die Engel drunter sollen die Menschen symbolisieren. Hier hinter der Maria in diesem roten Kreis sieht man Petrus, und die Treppe symbolisiert quasi den Weg in den Himmel. Ich habe nur heiliges Grillhähnchen verstanden. Und nebendran sind auch nochmal Engel, der Raphael und keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß nicht, wie die alle heißen. Es war hier auch alles mit echtem Gold verkleidet und belegt. Es wurde im Krieg aber geraubt und der Staat erkennt die Kirche leider nicht als Kulturerbe an, obwohl es wohl tatsächlich die nachweislich schönste Kirche Südamerikas ist. Auf jeden Fall sehr nett, dass er das hier alles erklärt hat und jetzt auch extra für uns das Licht angemacht hat. Wir sind hier in Aregua. Da unten seht ihr den großen See. Wir laufen nachher bestimmt mal runter. Und hinter mir die große Kathedrale von der Stadt, von wo aus man den schönen Seeblick hat. Juhu. Ultra viel mega kitschiges, buntes Keramikzeugs. Fast die ganze Straße runter. Der VW-Bus ist noch mit das Beste, glaube ich. Oder was meint ihr so? Schöner Kitsch. Banana. Aber tatsächlich haben hier viele Häuser die Keramiksachen an der Wand. Also zumindest die Sonnenblumen oder die Bienchen. Wie wäre es mit einem Frosch?
wir haben jetzt doch noch mit Mühe und Not einen Zugang gefunden zu dem See. Zumindest auf der Seite, auf der wir jetzt hier waren, von dem See gar nicht so einfach. Es geht nur hier am Playa Municipal, wenn man einen Mini-Beitrag Eintritt bezahlt. Dafür ist das Gelände schön angelegt mit Spielplatz, Fußballplatz, Schatten. Simon ist auch da. Hallo Schatz. 30 Cent, das ist gut. Ja, also nichts. Hier ist der See, auch ziemlich groß. Also wirklich weitläufig, wobei das Wasser ziemlich schmutzig ist. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass man hier lieber nicht baden soll oder gar nicht baden darf. Zumal es auch gar keinen Zugang zum Bade geben würde. Genau. Hier wird Geburtstagsparty gefeiert. Und wir schauen uns hier jetzt noch ein bisschen um. So schaut es in der Kleinstadt in Paraguay aus. Ziemlich viel Verkehr gerade. Mal wieder ein Bump. Mein Fahrer Mampf Chips. Hast du es geschafft? Nicht. Ich arbeite dran. Ja, so schaut es hier aus. Wir stehen hier bei einem Campingplatz bei Asunción. Da werden wir jetzt wahrscheinlich mal 2 Tage oder 3 Tage verbringen, je nachdem. Heute Morgen soll es regnen. Übermorgen dann vermutlich den Bus nehmen in die Stadt, um die anzuschauen. Und nutze so lange die Zeit hier zum Wäsche waschen und Brot backen. Alles, was man schon so nicht macht. Ja, WLAN ist gut. Können wir Internet vernünftig nutzen. Mal ein, zwei Serien schauen. Und stehen hier ziemlich schön. Ich zeige euch jetzt mal den Campingplatz. Da drin sitzt die Julia. Hallo Julia. Hola. Gestern hatten wir das erste Mal die Markise draußen. Da drüben steht noch ein Wohnmobil aus Frankreich. Die Besitzer von dem Campingplatz hier sind übrigens Deutsche. Haben hier einen cooler Baum. Schaut euch das mal an. Größevergleich, riesen Stacheln hat das Ding hier. Keine Ahnung, was das ist. Die Besitzer haben Pferde, die sieht man dahinter. Genau. Wir parken hier. Angenehmes Geplätscher der ganze Tag neben dem Springbrunnen. Hier ne, auch noch nie gesehen. Irgendeine Kaktusart. Seht ihr das? Ne? Ja, immer wieder was Neues. Auch schöne Blüte. Und dann gehe ich mal nach hinten in den Garten und will euch da noch was zeigen. Hier geht es wie versprochen in den Garten. Alles sehr, sehr schön angelegt. Mit Vogelvoliere. Mit schönem Papagei. Wunderherrlich im Pool, da waren wir gestern auch schon baden.
Hier hüben die Waschküche. Mal gucken, ob man da gleich die Julia finde. Ah, da ist sie. Hallo. Fleißig wie ein... Ja, leider nicht so ganz sauber. Biber. Tipptopp sauber, hat sie gesagt, alles. Schon aufgehängt. Und noch eine zweite Maschine? Ja, einmal weiß. Einmal weiß. Sehr gut. Wir haben zwei Regentage auf dem Campingplatz überstanden. War kein Problem, dank WLAN und Netflix. Und sind jetzt in Asunción. Asunción, der Hauptstadt von Paraguay. Schon eigentlich ziemlich im Zentrum. Und sehen da vorne was, Julia? Ich weiß es nicht, vielleicht ein Regierungssitz oder... Vermutlich der Regierungssitz, ob es hier wirklich viel gibt zum Zeigen in der Hauptstadt. Wir haben schon gehört, dass sie nicht so schön sein soll. Das wissen wir noch nicht. Wir gucken es uns mal an. Wir werden jetzt gleich die argentinische Grenze passieren und haben hier in Asunción oder ganz in der Nähe von Asunción an einer Tankstelle nochmal übernachtet, die auch 24 Stunden geöffnet hat. Wir füllen hier jetzt gerade nochmal unser Wasser auf und gestern haben wir uns die Hauptstadt angeschaut mit den Fahrrädern, waren eigentlich nur im Zentrum, am Eisenbahnmuseum, am Kulturzentrum, im Regierungspalast haben wir gesehen. Und die kleine Küstenlinie, die eigentlich nur am Rio Paraguay sich befindet. Also kein wirklich schöner Strand, weil eben auch kein Meer oder kein See. Aber an und für sich war die Hauptstadt jetzt relativ nett. Es gab auch ein paar schöne verfallene Kolonialgebäude. Es war auch gar nicht so trubelig. Und ja, wie eine Großstadt halt so eben ist. Wir haben gestern dann auch eingekauft und nochmal unseren Dieseltank vollgemacht und auch das erste Mal die Dieselkanister aufgefüllt, weil wir von einigen anderen Reisenden gehört hatten, dass es vor kurzem in Argentinien eine ziemlich schlimme Dieselkrise gab, die diverse Lkw-Fahrer, aber auch Reisende dazu gezwungen hat, für längere Zeit stehen zu bleiben und eben auf Diesel zu warten, und das wollen wir gerne vermeiden. Außerdem haben wir noch Guarani abgehoben und konnten sie dann in US-Dollar wechseln, weil auch da Argentinien mal wieder Schwierigkeiten bereitet und zum 100. Mal durch Währung verfällt. Und wir hoffen, dass wir die Dollar auf dem Schwarzmarkt dazu Kurs tauschen können, beziehungsweise das Geld, das wir an Western Union geschickt haben, dort auch zum guten Kurs abheben können. Das werden wir jetzt nachher nach dem Grenzübertritt mal probieren. Sobald wir unser Wasser aufgefüllt haben. Wir fahren hier gerade über den Rio Paraguay, um auch die andere Seite Richtung Argentinien zu gelangen. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.
did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.